Fotze, habt ihr Johann nicht mitgenommen, was? Jetzt ja, was sagst du denn? Ja, das neue Battlefield. Ja, dann nicht deins. Hardline. Ja, natürlich. Ist doch warum? Sein, du bist doch Digga, ich zock doch. Es ist wieder Zeit für einen neuen Frontscheiß. Frontscheiß. Also, wenn wir über Scheiße berichten, ist es dann die Frontscheiß. Frontscheiß. Nach der misslungenen Beta vom Battlefield Hardline haben es die Entwickler nochmal ein wenig optimiert. Nee. Wie ja schon zu erwarten war, startet auch das fertige Game mit Serverproblemen. Ja, gut, diesmal war es eine DDoS-Attacke. Aber mal ehrlich, kann man sich denn echt kein Online-Spiel mehr zum Release kaufen und mit seinen Kumpels problemlos online zocken? Anscheinend ja nicht, denn warum sollte man auch als Entwicklerteam das Spiel perfektionieren, wenn man auch schon mit dem halbfertigen Schrott Geld verdienen kann? Ja gut, schuld sind wir Nerds, die Scheiße dann halt auch kaufen, ne, aber egal. Aber zurück zu Battlefield Hardline. Als ob die Serverprobleme nicht genug wären, macht sich jetzt Battlefield auch noch über Call of Duty Advanced Warfare lustig. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere noch an die Szene bei Call of Duty erinnern, in der man auf einer Beerdigung steht und es dann heißt, press irgendeinen Button to pay respect. Keine Ahnung, ich hab die scheiß Kampagne noch nicht gezockt. Und genau das nahm sich Battlefield zum Anlass, um sich mal wieder einen kleinen Scherz zu erlauben. Bei Battlefield sieht die Szene jedoch so aus, dass man einen Hügel sieht, wo eine Leiche darunter begraben liegt. Und wenn man darüber geht, heißt es in etwa dasselbe wie press irgendeinen Button to pay respect. Keine Ahnung, ich zock die Kampagne natürlich auch nicht. Kauf mir nicht mal das Spiel, erst wenn es 49 Euro gebraucht bei GameStop kostet. So ein kleiner Gag ist ja schon ganz cool, aber kann sich Battlefield sowas echt leisten? Nein! Gut, Advanced Warfare war jetzt auch nicht der beste Call of Duty Teil, aber Battlefield Hardline... Ich weiß ja nicht, ne? Also hätten sie die Arbeit und die Zeit, die sie in den Gag gesteckt haben, einfach mal in die Server und in den Online-Modus investiert, hätten die Spieler wahrscheinlich mehr davon. Oder was meint ihr denn so dazu? Wie viele wissen, ging es für Nintendo nach der Wii in Sachen Konsolen steil nach unten? Das haben sie auch selber bemerkt und wissen, dass sie nur mit den Handheld-Sachen sich nicht lang über Wasser halten können. Deswegen haben sie jetzt ein neues Konzept veröffentlicht, was viele Hardcore-Fans zum Ausrasten brachte. What? You didn't even have me? Oh my god! Bleib doch mal ruhig, hier ist mal ein Snickers. Besser? Ja. Nintendo hatte früher kein Interesse, ihre Marken als Apps bzw. Smartphone-Spiele zu veröffentlichen, aber das hat sich jetzt nun anscheinend geändert. In Zusammenarbeit mit Dena basteln sie gerade an dem Konzept weiter und wir können in Zukunft Donkey Kong und Co. auf den Handys zocken und vielleicht ist es ja auch keine so schlechte Idee. Iwata sei es wichtig, dass die Marken nicht geschädigt werden und man deswegen extra dafür aufpasst. Wie das Konzept fertig aussehen wird, das bleibt noch die Frage. Ob es kostenlose Inhalte gibt zum Runterladen oder bezahlbare oder vielleicht sogar beides, das steht noch offen. Am Anfang, wo ich die News gelesen habe, da dachte ich mir nur... Aber nachdem ich ein bisschen nachgedacht habe, kam mir eigentlich, dass es eine echt gute Idee sein könnte. Mit den Elternspielen, die auf dem Super Nintendo oder Game Boy rauskamen, kann man jetzt echt gute Spiele fürs Handy machen, ohne dass man sich irgendwelche Emulatoren runterladen müsste. Das wäre in meinen Augen die richtige Wahl. Ich will kein neues Super Mario für das Handy, ich will das alte Super Mario für das Handy. Was meint ihr? Geniale Idee von dem Nintendo Boss oder macht ihr jetzt nur mehr kaputt? Let's go! Zu der Tastatur! Sony hat sich in Dänemark eine interessante Werbeaktion für ihr kommendes Hardcore-Rollenspiel Bloodborne einfallen lassen. In Dänemark wird man das Spiel nämlich nicht nur mit Geld, sondern auch mit Naturalien erwerben können. Nein, nicht das, was ihr jetzt vielleicht denkt. Fair
Sie haben sich zu einer Partnerschaft mit dem dänischen Blutspendezentrum Giftblatt entschlossen. Am Montag, den 23. März, können sich Interessenten an der IT-Universität in Kopenhagen zum Blutspenden eintragen lassen. Als Belohnung erhalten die Spender eine kostenlose Kopie von Bloodborne. Darüber hinaus haben einige Blutspender auch die Chance, eine Limited Edition PS4 des Hardcore-Rollenspiels von From Software zu gewinnen. Allerdings garantieren die Veranstalter nicht, dass jeder Blutspender auch eine Kopie von Bloodborne erhält. In der Übersetzung von NeoGAF heißt es, dass auch andere Spiele an die Teilnehmer per Zufallsprinzip verlost werden. Wenn du Pech hast, erhältst du halt dann Battlefield Hardline. Mit der Aktion möchte Giftblatt das öffentliche Bewusstsein der fehlenden Bereitschaft vom Blutspenden in Dänemark schärfen und Sony natürlich gleichzeitig ihre Spiele bewerben. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch bald bei der Samenspende als Dankeschön ein Exemplar von The Witcher 3 gratis. Naja, abwarten. Wie findet ihr denn die Aktion? Kommentare! Uiuiuiuiuiuiuiui! Ist mein Snickers. Ich bin doch kein Snickers. Anscheinend geht in Japan gerade ordentlich ab, denn wenn man auf die englische Konami-Webseite klickt und sich mal den Metal Gear Part reinzieht, dann dürfte man was bemerken. Na? Richtig. Früher stand unten noch Konami Production. Das ist jetzt weg. Eigentlich ja noch kein Aufreger wert, aber das ist noch nicht das Einzigste. Denn wenn du gerade in Los Angeles sitzt und du noch Arbeit suchst und die Idee kommt, man könnte eigentlich Spieleentwickler werden und das Kojima Production Studio suchst, wirst du es nicht mehr finden, denn Konami hat es offiziell umbenannt zu Konami Los Angeles Studio. Was ist denn da jetzt passiert? Offiziell gibt es noch nichts Handfestes, nur von einem Insider, der behauptet, nach Metal Gear Solid Phantom Pain wird Hideo Kojima und noch ein paar höhere Leute Konami verlassen. Zwischen Kojima Productions und Konami soll es mehrere Machtkämpfe gegeben haben, was den letzten jetzt gereicht haben soll und jetzt umstrukturiert. Aktuell ist Kojima noch der Executive Content Officer, aber das wahrscheinlich nur noch bis Dezember 2015, denn dann ist der Vertrag offiziell abgelaufen und so wie es momentan aussieht, wird es leider zu keiner Verlängerung kommen. Konami hat auch die Rechte für Metal Gear und die suchen momentan neue Leute für weitere Teile der Serie. Hideo sagte angeblich in einem Meeting, dass sie noch mindestens ein gutes Spiel abliefern müssen, bevor es Zeit ist, Lebewohl zu sagen. Aber wie schon gesagt, es sind noch alles Gerüchte und es steht noch gar nichts fest. Eins ist aber sicher. Wenn Konami mit Kojima nicht mehr arbeiten würde, würde ihnen ein verdammt cleverer Kerl flöten gehen, denn ohne ihn wäre Metal Gear nicht Metal Gear und die Produktion für Silent Hill, worauf viele schon warten, wäre dann wohl oder übel auch eingestampft. Mal abwarten, wir halten euch auf den Laufenden und jetzt los zu den 60 Sekunden. Habt ihr wieder Bock, ein paar Götter in die Fresse zu polieren? Gut, denn God of War 3 wird auf die PlayStation 4 kommen und das schon im Juli. Ob Varoufakis und Co. auch dabei sein werden? Du kaufst dir das neue Mortal Kombat, natürlich nicht in Deutschland, und kriegst ständig online aufs Maul. Was macht man? Ja, quitten. Mortal Kombat sagt okay und lässt dann deinen Game-Charakter-Kopf explodieren. Quitality. Philly, der geile Stecher, hat in einem Interview erwähnt, dass er meint, dass die Zeit noch nicht reif sei für die Virtual Reality. Aber HoloLens geht klar, oder was? Piranha Bytes arbeiten momentan an einem neuen Projekt, was sich jeder Gothic-Fan unbedingt ansehen sollte. Bestimmt auch wieder so eine verkackte Remastered Edition. Apropos Remastered Edition, Alan Wake soll auch im Gespräch sein für eine neue Version für die One. Wäre doch mal eine dufte Sache, oder was sagst du? Halt einfach deine Fresse mit diesen ganzen scheiß Remastered Editions! Was? Die Folge ist schon vorbei? Das Wahnsinn. Ging aber jetzt nicht zügig, ne? Schon, gibt's dann nicht mehr. Na, also, wir sagen trotzdem danke fürs Zugucken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja sowieso, was ihr zu tun habt, ne? Guckt dein Facebook vorbei, da gibt's das Gefällt mir. Hier gibt's auch einen Daumen nach oben. Den nach unten, den lassen wir mal weg, den gibt's nicht, ne? Kommentieren könnt ihr auch. Ansonsten schaut doch mal bei unserem Kanal vorbei, Bunze Bunze, oder abonniert den Kanal hier. Oder ihr schaut, wenn ihr noch mehr News haben wollt, in die Facebook-Gruppe Xbox One News Germany. Genau, wir hoffen, ihr habt noch einen wunderschönen Sonntag. Wir chillen jetzt noch ein bisschen, oder? Boah, ordentlich, ja. Ey. Ich hab Hunger, Alter. Aber, Döner wäre jetzt unschlecht. Döner wäre jetzt echt gut. Aber vegetarisch. Nee. Ich
Spaß. Ah, trotzdem danke fürs Zugucken. Wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.